Ja, wir haben kurz vor Mittag den Brand hier bekommen in Sieke. Eine größere Halle, die in Vollbrand stand, als die Kollegen das mitgekriegt haben und der erste Streifenwagen dann hier war. Und seitdem ist die ganze Feuerwehr aus der kompletten Umgebung hier im Gange, weil hinter uns oder in dieser Siedlung hier in dem Industriegebiet steht mindestens eine Halle, wenn nicht sogar jetzt mittlerweile zwei oder drei kleinere daneben, in Vollbrand. Ja, wir haben versucht oder sind dabei, so wie es dann einigermaßen geht, den Bereich großräumig abzusperren, dass die vielen Feuerwehrfahrzeuge und so weiter Platz haben und dass die Leute, die Menschen, nicht in den Rauch oder in den Qualm oder näher an den Brand ranlaufen. Wir mussten auch mehrere Firmen, die angrenzend sind, zumindest erstmal vorsorglich evakuieren, damit, falls das Feuer nochmal weiterlaufen sollte, die dann nicht zu Schaden kommen. Der erste Einsatzort war hier nur ein paar hundert Meter entfernt, ein Verkehrsunfall mit einer eingeschlossenen Person. Noch während die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Sieke dort vor Ort an der Arbeit waren, kam über die Leitstelle ein zweiter Alarm, erst nur eine Feuermeldung. Diese Feuermeldung stellte sich dann sehr schnell heraus als ein PKW-Brand oder ein Fahrzeugbrand in einer Halle. Dann sind vereinzelt Kräfte, die dort gerade so losgeeist werden konnten, an der Einsatzstelle Verkehrsunfall, weil dort noch alle Kräfte gebunden waren, hier zur Einsatzstelle. Dort stellte sich heraus, dass tatsächlich ein größerer PKW in einer Halle brennt, schon eine sehr starke Rauchentwicklung vorherrschte, woraufhin die ersten weiteren Kräfte aus der Stadt Sieke alarmiert wurden. Ziemlich schnell danach stellte sich heraus, es ist doch schon deutlicher und es fängt noch an, überzuspringen aufs Gebäude, sodass hier Stadtalarm für die Stadtfeuerwehr Sieke und auch Einheiten der umliegenden Städten und Gemeinden ausgelöst wurde. Das Bild vor Ort ist immer noch relativ chaotisch, eine sehr starke Rauchentwicklung. Das Gebäude ist am Brennen, das Feuer ist durchgeschlagen, durch das Dach durchgeschlagen, es sind offene Flammen. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen, tiefschwarz und im Moment teilweise steigt sie nach oben gerade hoch und teilweise senkt sie auch sich wieder, sodass sie in die umliegenden oder aber auch in die weiter entferntesten Häuser geht. Wir haben eine Rundfunkdurchsage veranlasst und bitten die Leute, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich nicht unbedingt im Freien aufzuhalten, um den schweren Rauch dann einzuatmen. Also das ist schon eine Größe, die übersteigt die letzten Male. So, mal hat man einen Carportbrand oder mal ein PKW oder sowas, aber in der Größe, das ist schon außergewöhnlich.